Anlass zu der Vermutung, dass es der T-Virus Mutagen das Genom im Körper eines Wirts beeinträchtigt. Der Körper des Wirts geht erwiesenermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers. Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einer humanoiden Wesen. Wir haben dieses Wesen Namen VACTS gegeben. Ja. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeiten und erstaunlichen Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es weniger und aggressiver. Ne, warte mal, was stand da? Nicht weniger? Wendiger und aggressiver, Entschuldigung. Vier unserer Forscher sind bei dem Versuch zu flüchten bereits ums Leben gekommen. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wir es zu greifen. Letztendlich beschlossen wir es zu greifen und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Okay. Das sieht ja toll aus hier. Das ist ja. Hey, geil, cool. Blendgranate. Okay. John, Passwort. Ah, da, okay. Probieren wir das mal. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Ion. Ion, der Ion, der gute Ion. Ion. Meine Augen tun schon weh. Ich schreibe Lohn. Ich bin eine Banane, ey, mein Gott. Ion. Ion. So, Enter und Passwort ist da. Da. Lass ihn doch selber ein bisschen rätseln. No Match. Ah ja, das ist ja. Treppe runter. Okay. Ja, quitt. Tja, dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Es ist viel zu rätseln, ist er zu müde. Ja, wenn ich schon die Buchstaben falsch eingebe. Ja, so langsam kommt die Müdigkeit. So, Moment, ich muss mal gucken, wo die Treppe war, die. Ich gehe mal hier rein. Die Tür ist verschlossen. Ja, toll. Ja, la 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 la. Alter. Hi. Geh weg, geh weg, geh weg. So. Waren wir hier schon drin? Ich glaube nicht. Ich glaube, von dem Gitter sind wir, glaube ich, gerade gekommen. Da lag ein Medipack auf dem Boden. Ich weiß, ich habe es gesehen. Hey, was ist das denn? Röntgenbild mitnehmen? Machen wir mal. Prüfen wir mal. Clark David. Keine besonderen Merkmale. Aha. Clark David steht drauf. Okay. Die Aktion braucht man, um wach zu bleiben. Hier ist ein Schalter. Drücken? Ja. Ist ein Platz zu machen, Röntgenbild, ja.
Ed Fischer. Ein Teil glüht rot. Okay. Gail Holland haben wir hier noch. Eine Memo ist auf dem Notizbrett. Erregt ihn Aufmerksamkeit. Auf dem Notizblock gekritzelt. Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialen alphabetisch geordnet werden. Bitte was? Was steht da? Was zum Öffnen der elektrischen Türen müssen die Initialen alphabetisch geordnet werden? Gott, schreib mir das mal auf. Das ist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig ist. Keiner, ich habe es nur aufgeschrieben, mal, weiß ich nicht. Gucken wir mal. So, hier können wir noch das andere Röntgenbild eben aufhängen. Das brauchen Sie jetzt nicht. Wie bitte? Ja, ich würde es gerne aufhängen. Also, keine Änderung. Gail Holland, okay. Wenn Sie die Röntgenbilder anders anordnen? Fischer. Moment, ich mache noch mal eben Licht aus. Ach so, Moment. Lalalala. Gail Holland. Klack. Nein, möchte ich noch nicht. Der muss, glaube ich, nach vorne, ne? Ach, es geht gar nicht. Ach so, man kann nur die anderen tauschen. Hä? Ich schnall das irgendwie gerade nicht. Ja, möchte ich an. Moment. Ach so, ich habe wieder so ein Haar im Mund. Da liegt doch ein Tagebuch auf dem Schreibtisch. Ja, liegt das da? Ah ja, tatsächlich. Brief des Forschers. 8. Juli 1998. Meine liebe Ada, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstandes, wenn ich an ein vorherigen Schicksal denke. Ich würde alles geben, um nicht einen von denen zu werden. Soweit, weil ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hole bitte das Material aus dem Raum für visuelle Daten. Aktiviere dann den Selbstverstärkungsmechanismus der Hochspannungsraum und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deiner Kräfte stehen, um diesen Unfall publik zu machen. Falls noch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Ich habe das Terminal im kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, sodass du dich unter meinem Namen mit deinem Namen und Passwort anmelden kannst. Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in den Kelleretage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten sind. Als Sicherheitsmaßnahmen habe ich das Passwort
in ein Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du schnell herausbekommst. Ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich in diesem Zustand nie zu sehen. Doch falls mir immer mein Schicksal vorübergehen gehen sollte, erlöse mich bitte von den Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Edda. In Liebe, John. Sicherheitsmaßnahmen habe ich das Passwort in ein Röntgenbild verschlüsselt. John. Ah, da. Ach so, ja, okay, das war ja das. Ach so. Okay, dann haben wir das ja schon. Dann haben wir das ja schon rausgefunden. Stimmt, das war ja das Passwort für die Tür. Schlösser im Hebel öffnen können. Ja, okay, da können wir noch nicht lang. John Ella haben wir ja schon quasi rausgefunden. Das haben wir ja schon, oder beziehungsweise ihr hattet mir das ja gesagt gehabt. Da habe ich das ja schon eingegeben. Hey. Na klar, mitnehmen. Und nochmal ein Farbband. Ne, lass mal liegen. Farbband. Was ist denn hier? Diafilter? Moment. Uah. Huch! Wer bist du denn? Ist er tot? Fax. An Säuberung, Stabilisierung zu Hindenmanager Säuberung von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Fax Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieser Fax umgehend zu vernichten. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehr Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden vom T-Virus infiziert und sterben. Fast alle Überlebende dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalles. Lol, ich war da auch gerade und der Zombie war bei mir nackt. Liegt es daran, dass ich Jill spiele? Ich weiß es nicht, vielleicht. Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouillen wurden vollständig eliminiert. Es besteht daher unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um eine Enthüllung in diesen Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangt. Alles geheim halten hier. Ein Übertragungsgerät. Der Passcode des Sicherheitssystems mit einer Modiskette passen könnte. Die haben wir natürlich in der Kiste, die Modiskette. Das heißt, hier werde ich dann mal die Modiskette holen und werde das mal mitnehmen hier. Jawohl. Jetzt muss ich nur gucken, wo wir den Speicherraum hatten mit der Kiste. Sodass wir da uns jetzt nicht verlaufen. Oh Gott, jetzt müssen wir mal gucken. Kiste. Kiste, 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 Kiste. Wo war die Kiste nochmal? So. Eine Etage höher war die Kiste. Also hier lang. Und da warten auch zwei Zombies auf uns. Ich weiß es genau. Hey. So. So. Hier weitergelaufen ist, Leute.
So, dididididin. So, hier war, glaube ich, die Kiste, ne? Yeah, sehr geil. Da haben wir die zwei schon mal erledigt. Die haben keinen Kopf mehr, die können uns nichts tun. Da haben wir die schon mal aus dem Weg geräumt. Das werde ich ablegen, das brauche ich jetzt nicht. Die Modis-Kette wollte ich mitnehmen. Und werde mal währenddessen mal die Pistole beiseite legen. So, wir haben ja den Revolver. Genau. So. Gehen wir wieder zurück. So. So viele Pflanzen, die hier liegen. Okay, ich werde zu so müde. Bis später noch und viel Spaß noch. Ja, Trophine, danke. Schlaf gut. Träum was Schönes. Bis später mal. Und danke, dass du da warst. So, wir waren. Hier war der Raum, ne? Genau. Dann können wir nämlich gleich auch nochmal das Farbband mitnehmen. Weil dann haben wir nämlich nochmal ein bisschen was zu speichern. Das werde ich erstmal als erstes mitnehmen. Dann habe ich das. Ja, nehme ich mit. Die Modus-Kette legen wir ein. So. Zack. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Okay. Hinter dieser robusten Tür scheint etwas zu geben. Öffnen? Warum nicht? Achtung, Explosionsgefahr, Treibstoff nicht schütteln. Sieht aus wie ein Nacht. Was? Nachtgerät? Okay. Gut, da haben wir jetzt ein Drittel rum. Noch 16 Stunden. Yeah, natürlich. Wir sind gut dabei. Und immer noch bei Resident Evil. Mein Gott, ich habe schon gedacht, wir haben schon. Ich habe schon echt Blut und Wasser geschwitzt, dass wir bei Resident Evil eigentlich zu schnell noch durchkommen und dann nachher der Stream nicht funktioniert, wenn ich das Spiel wechsle. Habe ich ja die meiste Angst vor. Können wir jetzt hier was tun? Okay, mehr funktioniert hier eh noch nicht. Ich glaube, wir müssen die anderen Sachen noch irgendwie. Okay, die kleinen PCs, wo man die Modisketten reinlegen muss, sahen bei der GameCube und der Wii-Version wie ein GameCube aus. Ja, das stimmt. Ja, richtig. Genau, das ist ja die GameCube-Version. So, jetzt schaue ich nochmal eben. Dödödödödöd. Speichern. Ich werde doch mal. Okay, überall wo was drin waren die Räume rot, ne? Wo was drin lag noch. Bezieht sich das auch auf Gegenstände, die man braucht, die wichtig sind? Ich denke schon, oder? Jetzt geht er mir auf den Senkel hier. So. Musste sein. Dann habe ich da wenigstens auch wieder ein bisschen Ruhe. Wie gesagt, ich habe ja noch einen GameCube hier stehen. Der hat ja der Halibe HSV-Fair mir zugeschickt. Oh, was ist das denn? Hier war ich auch noch nicht. Hey, noch eine Modiskette. Cool. Wo geht's hier hin? Ah, okay. Ein elektronisches Verriegelungssystem. Okay, da haben wir schon mal die zweite Modiskette gefunden. Muss die jetzt in denselben Computer rein? Muss ich gleich mal ausprobieren. Erstmal möchte ich zurückgehen jetzt und die Kiste wieder ein bisschen auffüllen. Und ich werde die Kiste auch gleich auffüllen mit ein wenig Lebensenergie. Okay, die muss natürlich nicht da rein. Da muss natürlich ein anderer Computer her. Her. So.
Gut, dann werden wir mal die Pflanzen holen. Weil was wir haben, haben wir. Ja, möchte ich mitnehmen. Jede Modiskette braucht seinen eigenen Computer. Sein eigener GameCube, genau. Jeder sollte ein Mo haben. Ich finde es cool, dass bei dieser Name Mo, den gab es, ich finde den Film Wall-E sehr geil. Dieser kleine Aufräumroboter, dieser Animationsfilm Wall-E. Und da gab es auch einen Roboter, der hieß Mo. Ich finde das voll cool. Ich finde das irgendwie einen richtig geilen Namen, Mo. Weiß nicht warum. Mein Name ist Mo. Mo. So. Ich werde mal den Datenfilter mal überprüfen. Den Diafilter. Nicht den Datenfilter, den Diafilter. Da habe ich nämlich noch gar nicht überprüft. So. Größer. Können wir das aufmachen? Keine besonderen Merkmale. Ah ja. Darin sind rote Dias. Sie sind leer. Okay. Und jetzt? Okay, sind leer, keine Merkmale. Lege ich erstmal trotzdem zurück in die Kiste. Wer weiß, was wir da alles noch finden. Schauen wir mal. Und ich werde mal das rote Kraut mit dem grünen mischen. Weil dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Lebensenergie, was sofort auffüllend ist oder sofort voll. Sehr schön. So, weiter geht's. Oh, soll ich nochmal speichern? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ne, wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir haben mal die Magnum dabei. Die Magnum. Finde ich auch cool, dass hier der Charakter sich hier drin spiegelt. Ist auch sehr selten. So bei Videospielen heutzutage. Dass der eigene Charakter sich spiegelt. Ne? Ja, der GameCube, der konnte schon was. Das ist. Das stimmt. War auch meine erste Konsole, womit ich online gespielt habe. Prost zusammen, oder? Ja. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Den mache ich auch nochmal eben weg. Der steht doch nochmal auf, ne? Oder? Das war noch nicht alles. Hallo? Hallo? Ist der tot? Willst du weiter rätseln oder sollen wir dir das Passwort sagen? Das ist eine gute Frage. Ich brauche ja das Passwort, um die Türen zu öffnen, ne? Wäre gar nicht mal so schlimm, wenn ich jetzt überhaupt erstmal den Raum wiederfinden würde mit dem Computer. War das hier? Ich glaube schon, ne? Oder? Ja. Ja, ich glaube, ich würde jetzt dafür viel zu lange brauchen. Obwohl es ja eigentlich egal, die Zeit haben wir ja. Die Frage ist nur, wo kriege ich das Passwort her? Aber ihr könnt ja ruhig mal das. Dann habe ich das doch richtig aufgeschrieben. Dann habe ich das doch richtig aufgeschrieben. LOL. Moment. Okay, das letzte, das stimmte nicht. Also die 2S. Moment, ich zeige das mal eben kurz. Moment, wo habe ich es? Da. Da seht ihr es. Ich habe es richtig aufgeschrieben. Cell. Ja gut, die 2S-Zeichen hinten, das ist Quatsch. Aber so, ich hab's richtig aufgeschrieben. Ihr seht es. Ne? So, das. Okay. Da war ich ja gar nicht mal so verkehrt. Da war ich ja gar nicht mal so weit weg von der Rätselslösung. Gar nicht so weit weg. So. Du. Ja, so, la 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 la. Jetzt. Ion. Ion. Ada. Ada. Und dann. Das erste war das jetzt, ne, oder? Ja, Cell war das, genau. Cell.
So, sell, sell, sell. Unlocked. Ah ja, okay. Das ist richtig geil gemacht. Finde ich richtig cool. So. Dann geht's weiter. Ich glaube, ich werde jetzt mal speichern. Ja. Huch. Also das mit der Kamerafahrt, das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Wir müssen eh nach oben, also kann ich ja wie gesagt auch nochmal speichern. Und ja, ich würde sagen, wir machen dann nochmal eine kleine Pause. Ich würde sagen, aber diese Pause wird, ja, die Pause wird doch ein bisschen länger, also die... Ja, ich brauche ein klein wenig mehr Pause jetzt. Das dürft ihr mir jetzt nicht übel nehmen, aber ich brauche jetzt eine kleine längere Pause. Weil ich bekomme doch ein klein wenig Hunger jetzt schon. Und ja, ein wenig ausruhen, bevor es dann weitergeht. So. Ja, speichern. So ein Speichern, genau. Ja, ich möchte speichern. Genau, und dann schauen wir mal, wer eigentlich noch alles von euch dann gleich da ist. Ne, wer von euch noch übrig bleibt nach der Pause. Ich denke mal, dass die Pause jetzt circa... Ja, wir haben jetzt gleich 20 nach. Ich sag mal, die Pause so halbe Stunde. Ja, wir werden jetzt eine halbe Stunde Pause machen. Und dann, weil diese Pause, die brauche ich jetzt wirklich. Und ja, ich würde sagen, dann spielen wir dann hier fleißig weiter. Auch wenn ich gleich mal vielleicht im Bild sein sollte. Ja, seid mir nicht böse drum. Ne? Weil 24 Stunden ist doch hart. Das ist so. Das bestreite ich ja auch nicht. Und trotzdem bin ich froh, dass 40 Zuschauer da sind. Wahnsinn. Wie gesagt, wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause. Ich denke mal so gegen... Ja, kurz vor 5, 10 vor, ja, Viertel vor, 10 vor 5, geht es dann gleich spannend weiter bei Resident Evil. Ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben. Ich schalte nur eben kurz das Mikrofon. Ja, stumm. Bis gleich.